Hallo. Ja. Nö, Musik läuft noch. Ja, perfekt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, und wir müssen hier Mujud finden und. Oh, hier sind nochmal die Cursor. Und die ist hier aber geradeaus. 800 Meter. Das kriegen wir offenbar hin. Ja, so einfach kann es gehen. Nur Mujo müssen wir finden und dann ist alles wieder im Mod. Im Busche. So kann man es doch ausdrücken. Alles wieder gut im Busch. Perfekt. Dum-di-dum. Oh, hier haben wir noch eine Brücke. Dann nehmen wir noch die Brücke. Ansonsten wäre mal doof. Wenn nicht, also. So sage ich es auf jeden Fall. 625 Meter. Ist auch irgendein König, ne? Der vielleicht irgendwann mal verehrt wurde, wird. Man weiß nicht so genau. Aber man tut es ja offenbar aktuell sowieso. Bum, bum, bum. Dum, 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 dum. Oh. Wären total falsch gegangen. Hätten wir nicht korrigiert. Ich muss sagen, die Maske hier, die sieht echt die sieht nicht Was lustig siehst du da oben, aus. Sühnen? Ja, da hinten müssen wir hin. Klar, logischerweise. Tarnung loswerden. Ich möchte wieder unser Gesicht sehen. Ist ja irgendwie komisch, wenn wir da immer mit dem mit dem Geweih im Kopf eines Tieres rumlaufen. So rum. Das ist ja auch nicht ganz lustig. So, dann würde ich sagen, wir schreiten zur Tat und gehen mal dahin. Jetzt 2 Minuten. Ach so. Fühlt sich für mich nur länger an, die ganzen 2 Minuten. Stimmt. Wir müssten hier irgendwie auf dem externen Monitor die Zeit einblenden können. Egal. 300 Meter. Das kriegen wir hin, ne? Ey, wie nebelig sie offenbar manchmal ist, ne? Also, das ist huiuiuiui. Immer schlimmer hier. Mein Gott, alter Verwalter, was wollen wir da tun? 20 Meter. Sühnen, leite mich. Da sind wir. Was sind das alles für Feuerstellen? Hier darf mich niemand sehen. Und wieder mit dem Geweih. Das ist ein Alarm gewesen. Hey! Toll, uns darf niemand gesehen. Hier darf uns niemand sehen, aber. 3 Silber. Naja, warum nicht? Erkundungsgebiet, natürlich. Wir nehmen den ganzen Berg hier aus. Und am Schluss des Modul wieder nirgends zu finden. Doch immer das gleiche. Am Schluss haben wir den ganzen Berg auseinandergenommen. Aber niemand will dafür irgendwie gerade stehen. Plündern. Danke sehr.
Zum Glück hört das niemand. Die Frage ist, wenn ich da eine reinballer. Cool. Bloß nicht einnicken. Nicht, ne? Oh je, Mine. Der fackelt jetzt die ganze Runde hier ab. Ich glaub's ja nicht. Ich hab gar nichts gehört. Ich habe nichts von Modrum gesehen, gehört noch was auch immer. Also das ist mir jetzt schleierhaft, wo zum Teufel hier die Kollegen oder die Dame. Oh, warte mal kurz. Super, perfekt. Okay, probieren voll. Eine Truhe noch, das ist ja perfekt. Ein Stoff, das ist glaube ich auch noch rechts. Eventuell, keine Ahnung. Da müssen wir wieder raus aus dem Gebiet. Naja, das wird eine tolle Wurst hier. Jetzt wird es mir auch angezeigt, das ist ja super nett. Das ist ja lieb. Hey, da komm doch! Shit. Naja, zumindest mal die Hälfte. Ja, den haben wir noch recht gut im Blute. Der Waffenknecht, der geht auch noch flöten. Ich bin von Hirnlosen umgeben. Ja, das bist du. Aber leider Gottes hast du auch nicht so wirklich Hirn. Naja. Na gut, wir sind auch nicht so die Besten, ne? Okay. Da kommen wir nicht rein. Ey, die Musik ist echt ein bisschen laut hier, ne? Aber nur ein ganz kleines bisschen laut. Das passt schon irgendwie. Hör da mal durch hier. Wo ist denn Mudun? Oh je, Mine. Ganz ruhig. Hier stimmt was nicht. Ja, so einiges nicht.
die kriegen wir alle nicht, ne? Mit dem Pfeil kriegen wir die nirgends. Zurück. Jetzt haben wir den ausgemerzt, ne? Der geht niemals den Rücken, ne? So. Wackelt sie ein bisschen. Ups. Da waren wir ein bisschen zu voreilig, ne? Was denn da? Eine Truhe? Haben wir fast übersehen. Eine Truhe. Und nicht mal wenig drin, ne? Leder, Erz und Stoff. Das ist aber perfekt. Das ist echt schön, was wir hier drin haben. Moment. Ja, Moment. Ich hau nicht einfach. Ja, du bist ja aber der Doofe, ne? Wo ist Mudrun hier? Die ist ja nirgendwo. Runter! Oh. Das ging sauber durch. Habe ich Alfheim betreten? Oder ist das ein völlig neues Reich? Weiß und Blut, Tod und Geburt, zurück an die Erde, aus der das Tier wurde. Mordron, leg die Klinge weg oder stirb durch meine Hand. Ich hätte wissen müssen, dass Kenon es nicht fertig brächte, dich für die Hunde zu vierteilen. Kalt schnäuzt sich von dir, deinen Geliebten für deine Verbrechen den Wölfen zu opfern. Du verstehst so wenig. Sei es drum. Lass mich dich mit dem Zorn der Götter erhellen. Auch gut. Okay, da kommen wir nicht hoch. Aber hier. Musti. Mann, die räumt ja weg wie Schmidts Katze hier aber auch. Ah,
Gott, die hält aber schon ein bisschen was aus, ne? Hopsala. Nö. Hat sie auch Feuer? Ja, sie hat auch Feuer, ne? Oh, nee, 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 nee. Mutwund, bitte sehr. Nicht schon wieder Feuer. Ich hasse das. Immer das Kackfeuer hier aber auch. Ja, du sollst mal stillhalten. Upsa. So, jetzt haben wir denn die Dame dann gleich, ne? Oh oh. Jetzt rennt sie wieder hoch. Weiß nicht, wann sie fertig hat oder was? Ja. Dein Trost. Endlich. Das Glowe Kister schier in den Händen dieses Christen. Und wofür? Deinen Namen und ein paar Handelswege. Zweifelst du an der Macht deiner Götter, den Geist eines Mannes zu ändern? Tudor ist nicht länger der Eiferer, für den du ihn hältst. Menschen lügen, um ihre Haut zu retten. Wenn du fort bist, weidet er mich aus und verbrennt die meinen. Das zeigten mir die Götter. Kenon sprach von deiner Erscheinung. Die Nornier spinnen ihre Schicksalsfäden. Doch ohne deinen Plan wäre sein Herz unverändert. Dann bereue ich nichts. Auch zu dir hatte ich eine Erscheinung. Einen Weg, der sich windet wie die Use. Das Netz einer Seherin verdreht Leiber und Worte. Die Weissagung ist ein Fluss und wir können uns nicht gegen ihn stemmen. Sie kämpfte, um ihr Volk zu beschützen. Doch trat sie deinen Namen mit Füßen. Beschmutzte ihre Ehre und die ihres Volkes. Oh je, oh je, oh je, oh je. Wenn wir sie verschonen. Dann zeigen wir eigentlich, wir sind gar nicht besser als sie. Von dem her. Ich habe Kenon verschont. Verabschiede dich und bleib mir aus den Augen. Mutter? Was geschieht hier? Ist das die Hölle? Nein, wir sind in Englerland. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut. Aber es riecht hier recht stark, nicht wahr? Du wirst doch noch Alderman Tudor, trotz vieler Versuche, dein Leben zu beenden. Versuche? Mein Leben zu beenden?
Bei Gottes Blut! Du bist sicher und die Zeremonie in Gloucester wird stattfinden. Deine Wunden sollten in einem Monat verheilt sein, wenn du dir Ruhe gönnst. Du hast meinen Dank, Mutter Modron. Eine nette Frau. Aber auch furchteinflößend. Kehren wir schnell zurück. Von dieser Höhle bekomme ich Albträume. Nicht nur das. So sehen wir uns wieder in der nächsten Runde, wenn der Mann durch ist und wir wieder im Geschäft. Vielen lieben Dank, das war's. Tschüss und ciao.